Ja, Leute, was geht? Und es geht weiter hier mit Let's Play Mass Effect Andromeda mit mir den Pirates. Wir machen weiter. Und ja, ich bin gespannt, wie es hier weitergeht. Waren wir da schon? Nee. Wir machen weiter. Wir sind hier mal auf einer Prioritätsmission, du nettes Spiel ist. Sind wir gerade. Und ja. Da ist irgendeine Art Bauwerk. Die Stürme setzen diesem Ort ganz schön zu. Genau wie allem anderen auf dem Planeten. Also wir gehen schon so sehr, sehr professionell, ne? Also in dem Sinne, dass wir schon eine Ahnung haben, wie man kämpft. Aber wir hier keine brauchen, oder? Danke. Jetzt ist man... Ah, das Schild erholt sich sehr gut. Aber ist schon cool gemacht. Man kann ja sich so richtig wie so eine... Das ist echt geil, wie so eine Special Force Einheit. Sich hier umgucken. Naja, hoffen wir mal, dass niemand zu Hause ist. Ich glaube nicht, dass das überhaupt ein Zuhause ist. Ich glaube, aber wir sollten eher bewaffnet hier gegenlaufen. Aber ich habe die Kamera mal lieber so als so. Keine Ahnung, das ist so ein bisschen angenehmer. Ja, hier lebt niemand. Welchem Zweck dient es dann? Es sieht nicht aus wie die anderen Strukturen. Das Design ist anders. Es muss doch einen Weg geben, das Licht einzuschalten. Gibt es bestimmt auch. Okay, alles sauber. Das wird nichts. Was da wohl drin ist? Ah, ich hab da Lichtschalter da hinten. Ich hab grad Waffenmod gelesen, warte mal. Ah, muss ich bestimmt einem Inventar irgendwo anbauen, ne? Ich kann ihn einfach so ranfriemeln. Dann muss ich irgendwo anbauen. Was soll das alles? Das ist... eine merkwürdige Alien-Maschine. Ach was. Es gibt nur einen Weg mehr herauszufinden. Sie wollen sie doch nicht etwa anschalten. Nichts. Warum denn nicht? Ernst du keinen Spaß ab? Was machen Sie da, Ryder? Ich habe keine Ahnung. Oh, oh. Das bedeutet nichts Gutes. Oh, die merkwürdige Alien-Maschine ist also ein Generator. Ja, klar, warum auch nicht? Vielleicht hat er irgendwas gemacht. Mist! Dieselbe Sprache wie die Aliens. Was er wohl sagt? Wahrscheinlich tötet alle Menschen. Das glaube ich nicht. Wow, da ist wohl eine Sicherung durchgebrannt. Sogar die Gerätschaften wollen uns erledigen. Alles Gerät. Merkwürdig. Wenn das Gift ist, weiß ich, wer schuld hat.
Ah, stell dich an. Und wird schon nichts umbringen. Und wenn? Du siehst, was es ist. Hey, die Tür hat sich geöffnet. Ah, ein Blitzmerker, sehr schön. Ist das eine Art Forschungslabor? Möglich. Und dann hat es ein Tornado erwischt. Poesie klingt anders, was? Ich glaube, ich habe eben was gehört. Merkwürdig. Hören Sie das? Sieht aus, als wollten Sie einen Tunnel graben. Hat wohl nicht ganz geklappt. Ah, Vorsicht! Was denn? Angepisst? Shit. Da! Also jetzt auch noch Killer-Roboter? Den Geth zu Hause wird es hier gefallen. Kaum Infos. Nur, dass er nicht organisch ist. Aber er ist alt. Mehrere Jahrhunderte. Eine automatisierte Wache vielleicht? Möglich. Hm? Durchgebrannt. Das könnte eine Art Konsole sein. Für diese Tür? Sie ist vielleicht nicht umsonst geschlossen. Auf der anderen Seite der Tür ist jede Menge Energie. Diese Typen haben hier rumgestochert, anstatt die Finger davon zu lassen. Was auch immer das hier ist, den Scans zufolge ist es alt. Jahrhunderte alt. Ich wünschte, wir hätten Sam. Es ist älter als das Labor, aber ungefähr so alt wie der Bot, den wir gerade erledigt haben. Dann haben die Aliens es vielleicht weiter drin gefunden, wie ein Artefakt. Das mag sein. Gucken wir uns irgendwie auf. Seine Wunden sehen aus wie von einem Energiestoß. Er hat vielleicht unseren Roboterfreund getroffen. Schwächling. Also wollen die alle umbringen, aber kriegen die von einem Roboter weg, ne? Gut, hier ist nichts mehr. Gut, gehen wir. Wir haben einen Dienst. Welche Theorien, Aufklärungsexperte? Es gibt auf diesem Planeten irgendeine Technologie. Sehr alt. Unterirdisch. Und diese Aliens sind daran interessiert. So wie Archäologen? Ja, blutrünstige Archäologen. Hm. Machen wir jetzt eine Schatzsuche mit Aliens, oder was? Hm. Ich könnte mir Schlimmeres vorstellen, und du? Das Wetter ist immer noch schlecht. Ja. Sie haben auf uns gewartet. Ach. Oh, verdammt. Wir haben einen funktionierenden Blitzableiter. Verfolgen diese Dinger uns? Fühlt sich langsam so an. Verdammt, verdammt, verdammt. So gehe ich nicht unter. Das dürfte die kaum interessieren. Das ist ja nicht wo, wie du untergehen willst. Da. Das war der letzte. Wir sollten nicht warten, bis noch mehr kommen. Naja. Aber wir haben jetzt Interessantes gefunden. Ihr könnt euch wieder beruhigen.
Hätten wir was Interessantes gefunden, hätten wir es euch auch nicht gesagt. Ah ja, okay, hier lang. Ja, bin richtig. Es war mehr Glück als Verstand. Na toll. Das kann nicht gut sein. Sieht aus wie eine ganze Patrouille. Ja. Weißt du was? Ich will nicht, dass die uns wegschleppen wie Greer. Dann solltest du kämpfen. Und zu niedrig und hier. Ich bin ja. Ist schon in Ordnung. Gut. Wir haben alle. Habe keine Ahnung. Sind noch Gegner? Warum läufst du hier auf Anschlag rum? Frank, empfängt mich jemand? Cora, wir hören Sie. Sie leben. Wir reparieren gerade das Shuttle, aber wir sind umzingelt. Die sind nicht freundlich. Wir sind unterwegs. Der Nachtpunkt ist markiert. Mist. Ah, hier ist was zu markieren. Noch ein Blitzableiter. Ah, Magazin, sehr schön. Ja, und warum ist das noch nicht blau? Das ist eine Kanone. Schön aufpassen. Und zack. Gute Methode, um sich den Hals zu brechen. Was fällt jetzt auf? Los, greifen wir an! Cora, wir sind da! Sie versuchen uns festzunageln! Und sie machen das ziemlich gut! Erledigen Sie sie, Ryder! Bin schon dabei! Oh ja, aber bin ich erledigt. Nein, 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 nein. Suchen Sie sich Ihre Ziele! Davon gibt's hier mehr als genug! Ich
hab einen erwischt! Was haben wir denn eigentlich getan? Uff. Vorsicht, sie kämpfen also, mit witzigen Tricks. Ja, das ist eine gute Frage. Harry, alles okay bei ihm? Ja, noch sind wir nicht tot! Ja. Was? Okay, das wäre geklärt. Die Kavallerie war also noch rechtzeitig hier. Schön, Sie zu sehen. Gleichfalls, Harry. Wie geht es Ihnen? Alle noch in einem Stück. Sie sind gerade rechtzeitig gekommen. Wo ist mein Vater? Er wollte die Gegend auskundschaften, während wir das Shuttle reparieren. Ryder, beim Shuttle finden Sie Waffen und Munition. Decken Sie sich ein. Haben die Dinger überhaupt versucht, mit Ihnen zu reden? Nicht wirklich. Sie haben einfach das Feuer eröffnet. Wie war's bei Ihnen? Wir haben versucht, nett zu sein. Ja. Genau, Inventar. Strömme 2. Also die hat weniger Schaden. Ja, dafür aber, also dafür ist es wohl weniger Position. Die ist doch überall. Hä? Die ist doch besser überall in jeder Hinsicht. Wo. Okay, die hat eine höhere Feuergeschwindigkeit, oder sonst ist die schlechter. Da kommen sie! Coole Waffe. Danke. Die haben echt Eier. Sie versuchen einen Abwurf. Oh. Blitz hat ihr Shuttle erwischt. Ah. Mann, die Kerle wissen, wie man kämpft. Yep. Oh. Kann helfen? Verdammte Schrapnell. Achtung! Scheiße! Da kommt noch ein Shuttle! Bei diesem Wetter? Ich schätze, wir haben ihre Aufmerksamkeit erregt. Wir mögen uns. Schön wär's. Die könnten sich irgendwie tarnen. Was? Verarsch mich doch. Ah, die Vierbeinigen, ja, die könnten sich tarnen, stimmt. Melden Sie sich. Ich bin hier. Ich lebe noch. Hier. Anwesend. Erlaube. So viele gibt es nicht. Oder müssen wir auch mal aufgeben. Verdammt, die lassen einfach nicht locker. Sie auch nicht. Sehr gut. Ja, dann nehmen wir aus dem Gefecht jetzt Liam. Achso, oh Gott. Liam. Warte, wie geht das? Okay, warte. Feuerpause. Was können wir da machen? Ich hab Feuerpause gesagt, Mensch. Ja. An den, der den Schuss gemacht hat, der kriegt eine Förderung. So, dann machen wir Flanke. Echt mir jetzt hier. Au. Greif jetzt hier durch. Dann werden wir nie fertig.
Ich weiß, aber sie haben Kirkland getötet. Ich verstehe Sie, ja, aber bleiben Sie ruhig. Jetzt geht's mir besser. Was ist mit den anderen? Geil. Fischer wurde verwundet, aber Greer ist bei ihm. Unser Shuttle wurde zerstört. Leute. Sie ist verletzt. In Deckung! Nicht, dass sie Biotikerin sind. Keine Sorge, es ist nicht ansteckend. Vor dem Angriff konnte ich unser Comm-System reparieren. Das rettet uns das Leben. Ruhen Sie sich jetzt aus. Sam, bist du da? UVK-Link eingerichtet. Bestätige es, Gott. Der Pathfinder will mit Ihnen sprechen. Ein Glück, dass es dir gut geht. Wie ist die Lage? Liam und ich sind bei Cora. Wir haben Verletzte. Die gute Nachricht ist, unser Shuttle ist repariert. Wir können zurück zur Arche. Nicht bei diesem Sturm. Der Flug wäre zu riskant. Aber wir haben Verletzte. Wir haben keine Wahl. Hier unten ist es auch nicht besser. Wir sind nichts weiter als menschliche Blitzableiter. Nicht, wenn wir die Blitze abstellen. Wie meinen Sie das? Ich habe eine Idee. Kommt zu meinen Koordinaten, dann... Verdammt, Sie haben mich gesehen. Sir? Sir! Kommen Sie beide allein klar? Ich kann Sie stabilisieren. Kurzfristig. Gehen wir. Sam, hast du die Position des Pathfinders? Ich markiere den Navpunkt auf der Karte. Sieht aus, als wäre es in der Nähe. Beeilen wir uns. Ja. Wir müssen dort sein, bevor der Sturm losbricht. Keine Umwege. Was wollte sich mein Vater ansehen? Er hat versucht, mehr über diesen Turm herauszufinden. Nun, laut Navpunkt ist er dort ganz in der Nähe. Seien Sie vorsichtig. Die Sturmfront wird bereits intensiver. Schön, dass du wieder da bist, Sam. Wie wär's beim nächsten Mal mit guten Nachrichten? Ja, das könnte ich mir... Könnte jedenfalls... Oh Gott. Ah, fuck. Sam hat recht. Wir haben nicht viel Zeit. Oh Gott, ja, diese Stangen. Sie ziehen die Blitze an. Wenn wir uns nah an dieser Wand halten, sind wir vielleicht vor ihnen sicher. Hier sind Leichen. Und diese Kerle sind nicht durch Blitze gestorben. Wir waren es auch nicht. So viel haben wir nicht erledigt. Brandmunition. Mein Vater war offenbar fleißig. Er war ein N7. Mit denen ist nicht zu spaßen. Ein N7. Da hat auch Shepard auch zugehört, glaube ich. Diese Einheit. Diese Stangen waren eine ziemlich clevere Idee. Nur so kann man hier überleben. Unten. Mein Vater ist da oben. Merkwürdig. Hier waren wir schon mal. Er hat wahrscheinlich seinen Job gemacht. Vielleicht. Sir. Kopf runter. Besucher wie wir. Ich denke nicht, dass dies ihr Heimatplanet ist. Ja, da war ein verlassenes Labor. Sie haben diesen Ort offenbar erforscht. Gut, du hast tatsächlich was erkundet. Danke. Es schien mir wichtig zu sein. War es auch. Vertrau auf dein Bauchgefühl. Tja, jetzt sagt es mir, dass wir in Schwierigkeiten stecken. Sir, Sie sagten etwas über die Blitze. Die Energiewolke, die die Hyperion gerammt hat, beeinflusst den ganzen Planeten und stört das dort. Der Turm hängt in einer Feedbackschleife mit der Wolke. Gemeinsam stören sie das gesamte Klima mit ungelenkter Energie. Das passt zu einer Höhle, die wir entdeckt haben. Die Pflanzenwelt darin war vor dem Sturm geschützt. Klingt logisch. Und ich denke, wenn wir da reinkommen und den Turm abschalten können... Verschwinden die Blitze. Und wir kommen mit dem Shuttle hier weg, theoretisch. Wir müssen nur an denen vorbei.
Riskant, aber was bleibt uns übrig? Wir müssen da rein und es versuchen. Machen Sie sich keine Illusionen. Uns erwartet ein harter Kampf. Wenn Scott bereit ist, bin ich's auch. Wir riskieren aber, dass der Konflikt mit diesen Typen noch weiter eskaliert. Was heißt wir oder die? Die natürlich. Leider sind wir in der Unterzahl. Da kann ich helfen. Wir ändern einfach die Zahlen. Beistand. Los geht's. Ich bin direkt hinter Ihnen. Okay. Zu der Struktur vorrücken. Sam, lade Kampfprofil. Da kommen Sie. Jetzt haben wir Ihre Aufmerksamkeit. Vorsicht vor dem Blitzen. Danke. Guter Wurf mal wieder. Das Gebäude da. Hier draußen kommen wir nicht weiter. Alter. Ich hätte halt als der geballert. Oh, ich hätte das schon alles. Los, los, los! Was ging da? Ja, los, 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 du bist gut, du. Kommen aus allen Ecken gekrochen. Bleiben Sie zusammen! Wir dürfen nicht voneinander getrennt werden! Ah! Dann halten Sie Schritt. Na los, Gott, beweg dich. Jo. Und los. Oh. Und fleißig. Ei. Sam, Bioverstärker Interface. Ich bin hier. Bleiben Sie in Bewegung. Lassen Sie sich von Ihnen nicht festnageln. Ich bleibe in Bewegung. Linie, vielleicht sollten wir vielleicht noch kurz aufräumen oder auch einfach reingehen. Genau, schießen wir drin weiter. Dann werden wir nicht ausgesperrt auf einmal. Das ist ganz gut. Sam, gib mir das Technikerprofil. Bekommen Sie diese Profile? Sam, hilf mir ein bisschen. Was bedeutet das? Konzentrieren Sie sich auf den Kampf. Ah. Wir können ja auch beides machen. Wir sind fast da. Scheiße. Der Sturm wird schlimmer. Wenn wir ihm nicht entkommen, ist unsere Chance dahin. Los jetzt. Das sieht nach dem Kontrollzentrum aus. Halten Sie mir den Rücken frei. Sie haben ihn gehört. Wir haben es geschafft. In einem Stück. Es ist noch nicht vorbei. Komm. Ich muss durch die Tür. Der Brummer ist weg. Naja. Da kommen noch mehr! Wie sieht der Plan jetzt aus? Die haben uns gleich umzingelt. Wir müssen beide Seiten verteidigen, sonst fallen sie uns in die Flanke. Wo sollen wir uns positionieren?
komme zurück. Alles klar. Ich mach mich auf den Weg. Verstanden. Alles klar. Achtung, ich sehe Bewegung. Wir haben sie am Shuttle zurückgeschlagen. Das schaffen wir nochmal. Viele Menschen zählen nach wie vor auf uns. Ich werde gerade erst warm. Den Pathfinder, okay. Wellenkampf. Die meinen es ernst. Ach, wirklich? Analysiere mögliche Eingaben. 25% entschlüsselt. Beeil dich, die Zeit wird knapp. Halten Sie beide Seiten, Sie dürfen nicht durchkommen. Ja, genau, beide Seiten. Was ist das hier überhaupt für ein Ort? Keine Ahnung. Also, 50% entschlüsselt. Die Syntax ist ungewöhnlich komplex. Das sehe ich selbst. Versuch's mit einer Rekursivsuche. Ich brauche einen Moment, um die Struktur auszuwerten. Dann los! Uns läuft die Zeit davon! Ja, mach mal hin! Ich glaube, den habe ich richtig verärgert. Könnte daran liegen, dass ich ihm ins Gesicht geschossen habe. Kommen Sie voran, Sir? Die Entschlüsselung ist zu 75% abgeschlossen. Wir haben es fast geschafft! Ah, fuck, fuck. Nein, nein, nein! Sammeln sich vielleicht für den nächsten Angriff. Bleiben Sie wachsam. Nein, Mist. Entschlüsselung abgeschlossen. Geschafft! Es ist ein Sicherheitsoverride. Ich versuche, die Tür von hier aus zu öffnen. Verdammt, sie klemmt. Ich muss mir das ansehen. Da sind noch zwei. Lass mich meinen Job machen. Ryder, der Kampf findet hier statt. Ryder, hier rüber. Das ist dein Befehl. Naja, ich hab nur gedacht. Egal. Was? Weil ich... Ja, ich kam doch zurück. Wie sieht der Plan jetzt aus? Die haben uns gleich umzingelt. Wir müssen beide Seiten verteidigen, sonst fallen sie uns in die Flanke. Wo sollen wir uns positionieren? Das ist nicht dein Ernst, oder? Alles klar! Bin gleich da! Ja, da! Verstanden! Achtung! Ich sehe Bewegung! Wir haben sie am Shuttle zurückgeschlagen! Das schaffen wir nochmal! Viele Menschen zählen nach wie vor auf uns. Ich werde gerade erst warm. Oh Gott, ich hab gedacht... Ja, ich bin doch schon am Rückweg gewesen. Also. Weil ich halt von der Logik hier sinnvoll fand, letzten Gegner zu killen. 25% wow. Beeil dich, die Zeit wird knapp. Ja, gut, dann nicht. Beide Seiten, sie dürfen nicht durchkommen. Wie kann man denn hauen? Wie haut man denn? Was ist das hier überhaupt für ein Ort? Keine Ahnung. Nein, bleib da! Also, 50% drehen wir das. Mein Gott. Die Syntax ist ungewöhnlich komplex. Das sehe ich selbst. Versuch's mit einer Rekursivsuche. Ich brauche einen Moment, um die Struktur auszuwerten. Dann los! Uns läuft die Zeit davon! Ich glaube, den habe ich richtig verärgert. Könnte daran liegen, dass ich ihm ins Gesicht geschossen habe. Kommen Sie voran, Sir? Die Entschlüsselung ist zu 75% abgeschlossen. Wir haben es fast geschafft. Nur noch ein bisschen länger. Sie ziehen sich zurück. Sie sammeln.
öffnen sich vielleicht für den nächsten Angriff. Bleiben Sie wachsam. Entschlüsselung abgeschlossen. Geschafft! Es ist ein Sicherheitsoverride. Ich versuche, die Tür von hier aus zu öffnen. Verdammt, sie klemmt. Ich muss mir das ansehen. Meinst du, wir können das Ding abschalten? Weiß ich noch nicht. Sam hat einen Teil der Sprache entschlüsselt. Mal sehen, ob es für eine Unterhaltung reicht. Bisher hat nichts auf diesem Planeten zugehört. Sei einfach vorsichtig. Du bist doch nicht etwa besorgt. Ich verrat's schon keinem. Na komm, diese Momente sind der Lohn für unsere Mühen. Sam, starte die Übersetzung. Moment. Indexiere. Übersetzung liegt vor. Dann wollen wir doch mal sehen. Unfassbar. Es funktioniert! Geschafft! Es ist ein Hoffnungsschimmer. Es ist mehr als das. Es beweist, dass wir nicht verrückt waren. Wir finden uns selbst in einer neuen Galaxie zurecht. Das haben wir teilweise Sam zu verdanken. Es war lediglich eine Frage der Linguistik, allerdings freut es mich. Er hat sich geopfert. Das Implantat ist überlastet. Empfehle eine Direktverbindung. Tu es! Fertig! Willkommen zurück. Was ist passiert?
Sie waren 22 Sekunden lang klinisch tot. Hat das restliche Team überlebt? Hey, sie sind wieder da. Leute, kommt zum Sam-Kern. Ryder ist wach. Mit wem reden Sie? Mit Sam? Hab ihn nicht gehört. Hey, hierhin sehen. Und hierhin? Mein Vater. Wo? Es hieß ihr Leben oder seines. Er hat sie gewählt. Es tut mir leid, Scott. Ich weiß, das ist ein Schock. Er hat sich geopfert, um das Team zu retten. Wir alle stehen in seiner Schuld. Er ist so von uns gegangen, wie er es wollte. Unter Sternen, die niemand je zuvor gesehen hat. Wir sind im Sam-Kern? Sam ist jetzt ein Teil von ihnen. Auf eine Art, die wir nicht ganz verstehen. Es war eine enorme Belastung für ihr Gehirn. Sam? Ihr Vater ließ die Pathfinder-Befugnisse auf sie übertragen. Sollte nicht Cora? Theoretisch schon. Tatsächlich aber. Sie sind der neue Pathfinder, Scott. Wow. Okay. Wenn es so sein muss. Nur keine falsche Bescheidenheit. Sie kriegen das hin. Cora. Es war seine Entscheidung. Und ich respektiere sie. Aber die Aufgabe des Pathfinders ist eine große Verantwortung. Sind Sie dafür bereit? Naja, wir wissen, was mein Vater wollte. Und er war nie jemand, der um Erlaubnis gefragt hat. Und jetzt erteilen Sie die Befehle. Diese Diskussion ist ohnehin müßig. Die Verbindung zu Sam ist tief in Ihrem Verstand verankert. Der Versuch, sie zu trennen, könnte sie töten. Ich weiß, es ist schwer, aber wir müssen darüber nachdenken, wie es weitergeht. Eine Menge Leute zählen auf uns. Driftet die Arche immer noch? Die Sache ist die, was auch immer Ihr Vater mit diesem Turm gemacht hat, war die Rettung. Er war eine Art Atmosphärenreiniger. Die Energiewolke hat sich gelichtet. Wir sind auf dem Weg und müssten die Nexus bald erreichen. Er braucht noch Ruhe. Ihm bleiben 2 Stunden. Wir brauchen unseren Pathfinder. Ach ja. Der Zustand Ihrer Schwester ist unverändert. Aber sie schafft das schon. Sie sind Kämpfer, wie ihr Vater. Ihr Vater wird uns fehlen. Was ist das hier, Sam? Ein privater Kanal. Ich nutzte ihn mit ihrem Vater. Er hat mir nie was davon erzählt. So konnte ich ihn besser verstehen. Alec wollte nicht, dass wir unser Ziel aus den Augen verlieren. Er sagte, der Schmerz, den sein Tod verursachen würde, würde uns stärken.
Ryder, schön, Sie wieder auf den Beinen zu sehen. Wir haben den Nexus erreicht. Sie dient der gesamten Andromeda-Initiative als Anlaufstelle. Die Archen der Asari, Salarianer und Turianer müssten ebenfalls dort sein. Hoffentlich hatten Sie mehr Glück. Starten unseren Landeanflug. Sie ist beinahe so groß wie die Citadel. Nexus-Kontrolle, hier Arche Hyperion. Wir bitten um Andock-Erlaubnis. Captain, ich bekomme nur Ihren automatischen Anflugkanal rein. Niemand antwortet. Wie auch immer, wir sind hier. Bringen Sie uns rein. Die Arbeiten sollten inzwischen abgeschlossen sein. Geht doch noch. Echt? Habitat 7 gescheitert. Vielleicht Krieg mit den ersten Aliens, die wir treffen, und unser Pathfinder ist tot? Das sollte der Tiefpunkt sein. Alle Anzeigen grün. Andockung eingeleitet. Das war's. Wir sind da. Viel Glück, Pathfinder. Alles okay bei Ihnen, Ryder? Der Captain hat mich gerade Pathfinder genannt. Das hier passiert wirklich. Atmen Sie einfach tief durch. Ich kann noch immer nicht glauben, dass mein Vater tot ist. Dieser Moment hätte ihm gehören sollen. Aber jetzt gehört er Ihnen. Es ist Ihre Entscheidung, was Sie daraus machen. Und wo soll ich anfangen? Ich bin mir einfach nicht sicher, ob ich bereit bin. Wir waren auch nicht bereit dafür, auf Habitat 7 vom Himmel zu fallen. Trotzdem haben wir es überlebt. Ja, und wir haben sogar was daraus gelernt. Man sollte immer ein Jetpack griffbereit haben. Und was wir jetzt lernen, das ist immer noch eine Prioritätsmission, ist egal. Wir machen jetzt hier einen Cut bei, oh Gott, die Folge fällt 50 Minuten. Oh, also ich hab's mal mit der Folgenlänge, ne? Ja, also das ist schon eine sehr lange Folge. Die nächsten Folgen werden natürlich wieder um die halbe Stunde sein. Das ist aber mein Ziel. Manchmal ist es ein bisschen schwierig, wenn man dann mitten im Spiel ist, mitten in der Story ist, da will ich dann auch keinen Cut setzen. Natürlich kann ich auch nachträglich reinschneiden, dass es dann wieder 20, 25 Minuten ist, aber ich bin da nicht ein Fan von, weil ich bin kein Fan von, ich cutte die Story in der Mitte und sage, jetzt kommt es in der nächsten Folge weiter. Weil es sich schöner ansieht, wenn man dann halt eine Folge hat. Eigentlich nur eine halbe Stunde pro Folge. Ein bisschen mehr geworden, oder ja, gut. Auf jeden Fall danke ich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Beim nächsten Mal wieder ein bisschen kürzer. Wir machen wir auch 25 Minuten, dann passt es wieder. Ja, lange Folge, aber war auch geil, ne? Es war geil. Geile Sache. So, der Vater, der sich für uns geopfert hat, ist schon, ja. Verdammt. Aber jetzt haben wir die Aufzeichnung von dem Vater, ne? Na, mal gucken, ob wir in Form einer Aufzeichnung wiedersehen. Mal gucken. Wir sehen uns. Bis dann, haut rein. Ciao.